Meine Community hat mich bei Instagram und auch in den YouTube-Kommentaren dazu aufgefordert, die 10.000 Kalorien-Challenge zu machen. Nach Kommentaren wie 10K-Challenge wird eine Kalorien-Challenge von dir mal feiern und zu guter Letzt hab dich durch Still Franklin gesehen, da ist es nur angemessen, wenn auch eine Kalorien-Challenge ihm zu Ehren durchgezogen wird. War der Druck natürlich hoch, aber wenn du gedacht hast, dass ich mich davor drücke, hast du dich gewaltig geschnitten. Bevor das Video aber losgeht, ein kurzer Exkurs. Die durchschnittliche Deutsche sollte maximal 2.300 Kalorien essen. Der durchschnittliche Deutsche maximal 2.500 Kalorien. Sollte ich die 10.000 Kalorien heute an einem Tag schaffen, dann wäre das um ein Vierfaches mehr als der durchschnittliche Otto-Normalverbraucher. Ob ich die Challenge überhaupt schaffe, wie sich mein Gemütszustand verändert, ob ich Schwierigkeiten habe, ob mir übel wird, siehst du in diesem Video. Viel Spaß mit der 10.000 Kalorien Challenge. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video anfängt, ganz, ganz kurz, guck das Video bitte nicht hungrig. Schnapp dir was zu essen, lehn dich zurück und wir genießen unsere Meals zusammen. Und jetzt geht's los. Damit das Ganze so real wie möglich abläuft, hier zeige ich euch die Uhrzeit und das Datum. Ne? 19.11 Uhr gerade und heute ist der 24. Und jetzt mache ich das so, dass ich die Zeit stoppe und 24 Stunden, wenn der Timer quasi zu Ende ist, ist die Challenge vorbei. Let's go. Ich habe mich natürlich zum Anfang gewogen, die Waage zeigte 82,4 Kilogramm an. Und vielleicht wird der ein oder andere schockiert sein, was die Waage am Ende gezeigt hat. Ich habe mir natürlich auch schon überlegt, womit ich das Ganze starte, und zwar Trommelwirbel. Mit dieser fetten Packung Prinzenrolle. Die hat nämlich 450 Gramm und insgesamt knapp über 2000 Kalorien. Noch die Regeln. Flüssigkalorien zählen nicht, also keine Getränke wie Cola, Milch und sowas. Also du kannst sie trinken, aber die zählen nicht in die Kalorien rein. Und es muss immer ein Zeitraffer gegeben sein, dass man auch wirklich nicht faked. Wir sind real und wir ziehen das Ganze real durch. Jetzt geht's aber los in die Schlacht. Wir machen jetzt Pack Opening mit Gymwatt. Der einzige Gegner in dieser Kalorien-Challenge, der mir zu schaffen machen könnte, ist wahrscheinlich meine Mittelohrentzündung. Also hier real, dass die Packung auf ist. Erster Bite zusammen. Ich weiß nicht, feiert hier Prinzenrolle? Ich feiere das extrem. Mit dem Bite in den Keks beginnt diese heftige Challenge. Nebenbei habe ich noch Milch getrunken, aber die habe ich jetzt nicht in die Kalorien gezählt, weil Flüssigkalorien nicht zählen. Aber ich finde, Prinzenrolle ist einfach in Symbiose mit Milch. Da kann mir keiner was anderes sagen. Mit diesem Keks sind wir 2057 Kalorien weiter. Den werde ich jetzt noch live wegputzen und dann ist das Ding gebombt. Der ein oder andere von euch mag sich jetzt vielleicht fragen, yo Eduard, wie fühlst du dich? Ey, ich fühle mich super, ich liebe Prinzenrollen und das ist für mich jetzt einfach diese Challenge, die Möglichkeit, meine Essensgelüste frei auszuleben. War es jetzt anstrengend für mich? Nein, noch nicht wirklich. Wir werden sehen, wie die ganze Challenge ablaufen wird. Ich habe auf jeden Fall ein paar geile Sachen vorbereitet. Ich freue mich extrem darauf, auch Sachen zuzubereiten selber, auch irgendwo hinzugehen. Sei einfach gespannt, mein Freund. Oder meine Freundin. Um ehrlich zu sein, könnte ich jetzt, glaube ich, noch so mindestens eine halbe Packung davon wegatmen. Ich finde die einfach so geil, Mann, weißt du? Aber nee, sonst wird das Video zu monoton. Ich habe mich jetzt warm angezogen, es geht jetzt gleich raus. Und wer kennt die alte Weisheit? Nach was Süßem muss immer was Salziges kommen. Und das Salzige zeige ich dir, wenn wir draußen sind. Ich habe hier so eine Packung Macadamia-Nüsse. Die haben hier, wenn du die Nährwerte siehst, die hat jetzt knapp 950 Kalorien, also knapp 1000 Kalorien. Mit den Doppelkeksen, also mit der Prinzenrolle, sind wir dann bei 3000 Kalorien. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Macadamia gegessen habe. Das wird jetzt für mich wieder so First Try. Ja, geht vollkommen klar. Ist ungefähr die Hälfte leer, oder mehr als die Hälfte, so drei Viertel. Und ich habe die aus dem Aldi geholt, die sind aber mit Salz. Und ich merke, ohne Salz wäre geiler für die Challenge. Das tut schon weh am Gaumen so ein bisschen. Kennt ihr das, wenn ihr so salzige Sachen zu viel isst? Und dann irgendwann wird euer Gaumen wund. Versteht ihr, was ich meine, Freunde? Doch ein Wundergaumen sollte uns natürlich nicht davon abhalten, diese Nüsse zu vernichten. Die Packung ist leer. Kein Fake, hier schaut. Wir sind nicht fake, Mann. Wir machen das real. Wir ziehen hier real durch. Wie du unschwer erkennen konntest, wie auch an diesem Shaker, arbeite ich jetzt mit MyProtein zusammen. War auch schon sehr lange ein Traum von mir und ist auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung gegangen. Bin ich super zufrieden mit. Und mit meinem Code GYMWARD könnt ihr mich natürlich gerne unterstützen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Und um nicht lange um den heißen Brei zu reden, bei Instagram habe ich ein ganzes Highlight erstellt, wo ich meine Produkte von MyProtein benutze, die ich nicht scheiße finde. Also ich finde, man muss nicht unnötig viele Sachen benutzen. Die sind alle da drin, wie zum Beispiel dieser Pump Booster für mehr Trainingsspaß, eine bessere Durchblutung oder natürlich auch das Go-To jeden Tag für mich ein bisschen, wo ist es? Proteinpulver. Gerne supporten, wenn du Bock drauf hast und beim nächsten Mal, es gibt keinen größeren Rabatt als mit meinem Code, deswegen
Durchziehen, bleib stabil. Ich glaube, ich gehe noch so eine normale Runde, bringe die Kamera zurück und dann geht's ab in die Haie. Wie fühle ich mich jetzt nach den ganzen Nüssen? Ja, ich fühle mich eigentlich relativ fit so. Also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich jetzt übertrieben irgendwie so ein Übelkeitsgefühl habe oder so in der Art. Alles entspannt, man. Außer mein Gaumen, der ist jetzt ein bisschen vom Salz angeschlagen, aber der muss ich jetzt ein bisschen regenerieren. Wir sehen uns gleich drin nochmal. Wir haben jetzt schon 23:30. Ich gehe jetzt langsam pennen. Vom Gefühl her fühle ich mich eigentlich richtig gut. Also wir sehen uns morgen früh wieder. Ich hoffe, das bleibt so. Was geht ab, Friends? Sehe wieder ein bisschen verklatscht aus. Wir haben jetzt knapp 7.25 Uhr. Es ist 7:30. Ich hatte knapp 7 Stunden Schlaf so. Wie habe ich geschlafen? In Ordnung jetzt. Ist mir jetzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Ich hatte ja von gestern nicht nur diese 3000 Kalorien. Ich hatte ja vorher schon den ganzen Tag gegessen. Aber ja, würde sagen, ich ziehe mich jetzt an und dann geht's direkt zur nächsten Mahlzeit. Warte mal noch ganz kurz, was zeigt eigentlich unsere Stoppuhr an? Die Stoppuhr hat gestoppt. Die läuft nicht mehr. Mann. Ja, egal, wir machen das einfach. Wir halten das so an der Zeit fest mit 19.11 Uhr dann. Scheiße. Ja, ich hoffe, ihr vertraut mir da einfach dahingehend. Ist jetzt ein bisschen traurig mit der Stoppuhr, aber keine erfreulichen Nachrichten am Morgen. Das Frühstück wird aber erfreulicher. Denn wir haben diese ganze Packung Milchbrötchen, das sind 480 Gramm. Das ist natürlich nicht alles. Da kommt jetzt noch was oben drauf, was richtig fein ist. Und zwar, ja, ganz easy. Und damit du weißt, dass ich nicht fake, hier nochmal die abgewogenen Sachen. Ich wiege das ab, dann tariere ich das und dann zeige ich dir die Differenz quasi, wie viel Nutella oben drauf ist auf den ganzen Milchbrötchen, dass wir das auch vernünftig tracken können. So, packen wir das Ganze jetzt drauf. Wir haben jetzt 627,2 Gramm. Das tarieren wir jetzt. Und jetzt quasi wird die Menge, die ich dort rausnehme, mir angezeigt. Die Brötchen sind verschmiert, geschmiert, wie auch immer. Wir haben jetzt hier auf der Waage minus 100 Gramm knapp. Also wir tracken das als 100 Gramm und dann ist das Ding gebongt. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Eduard, ich sitze hier gerade mit meinem Freund Diabetes zusammen und wir haben jetzt zusammen eine Mahlzeit. Das geht's jetzt ins System zu bringen, ich habe Bock, das zu vernichten, Zeitraffer läuft schon, wir gehen jetzt rein in die Schlacht. Halbzeit, Freunde, Teller Nummer 1 ist verputzt, kommen wir zu Teller Nummer 2. Ich merke, das ist auch ein bisschen ein Workout für meine Jawline, ja, weil die Kaumuskeln, die werden hier gut beansprucht bei diesem ganzen Zermalmen von den Milchbrötchen. Wir machen weiter. Noch fühle ich mich ganz gut. Teller Nummer 2 ist auch vernichtet worden. Einfach ohne Reden weggeatmet. Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein bisschen gesättigt jetzt. Angenehmes Gefühl, fühle mich jetzt nicht zu voll oder so. Also alles easy. Ich hoffe, das erwischt mich gleich nicht mit diesem Trägheitsgefühl, weil pure Kohlenhydrate gemischt mit Fett gleich, wenn man sich hinlegt, wieder direkt wieder weiterschlafen oder was. Das wollen wir nicht. Und dazu habe ich hier was geschaut von Sascha Huber, ein Video. Ja, wer das kennt, der weiß Bescheid. Das hat vielleicht ein bisschen was mit meiner nächsten Vorbereitung zu tun auf meine nächste Challenge. Ich trinke jetzt auf jeden Fall noch mein Wasser aus, weil die halben Liter morgen, die vertreiben natürlich auch Kummer und Sorgen. Genauso wie ein halbes Kilo Milchbrötchen auch Kummer und Sorgen vertreiben. Kommen wir ganz kurz zu den Kalorien von dieser Mahlzeit. Ich check das kurz. Nutella auf den Milchbrötchen, 539 Kalorien. Die Milchbrötchen selbst, 480 Gramm von Aldi, 1613 Kalorien. Wir sind hier insgesamt bei 2152 Kalorien mit satten 50 Gramm Eiweiß. Also die Protein-Biosynthese wurde auf jeden Fall angeregt. Ich merke auch schon, das Ganze geht nicht in den Bauch. Gefühlt geht das Ganze in die Arme. Nein, Spaß, natürlich solltet ihr nicht so viel fressen, Mann. Und das ist auch kein Muskelaufbauessen, um ehrlich zu sein. Also, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ist das Vernünftiges. Also, Freunde, kurze Zwischenbilanz. Nach knapp 13 Stunden seit Beginn der Challenge, wir sind hier gerade bei knapp 5160 Kalorien. Wir sind knapp bei der Hälfte der Zeit. Ja, ging ein bisschen zurück. Aber ich bin da guter Dinge, dass das Ganze gepackt wird. Aber wir werden sehen, vielleicht haut es mich ja gleich noch um. Und körperlich fühle ich mich auch eigentlich so wie immer. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeschaut, ne? Wegen den Kalorien-Challenges und so ein bisschen als Inspo. Und da habe ich gesehen, es war für viele, die haben sich wirklich schwer damit getan. So. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, easy game. Also es ist krass, nach diesen Milchbrötchen, schwarz und gesättigt so. Aber wir haben jetzt gerade 9 Uhr. Ich könnte jetzt direkt das nächste Meal so essen. Ne? Und ich will jetzt nicht euch anlügen und sagen, oh nein, ich schaff das nicht, das ist alles so schwer und das ist wirklich eine Challenge. Und so, weißt du, wir labern hier keine Scheiße. Ich sag dir meine ehrliche Meinung und bis jetzt ist es easy money. Also ich glaube, ich könnte die nächsten 5000 Kalorien in den nächsten 4 Stunden wegatmen, ohne Probleme. Oder 3 Stunden. Wir machen langsam. Wir haben uns ja nur 10.000 Kalorien vorgenommen. Ne? Ist noch Luft nach oben.
Wir werden sehen. Wir machen es entspannt. Und zum Entspanntsein gehört natürlich auch ein Käffchen auf dem Balkon zu schlürfen. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Man muss ja auch genießen. Ich muss sagen, langsam kriegt die Müdigkeit rein, ja. Ich werde langsam träge und so. Wir haben jetzt knapp 11 Uhr. Deswegen bringe ich jetzt den ganzen Müll von der Waschmaschine weg und dann mache ich mich auf den Weg zu den nächsten 1300 Kalorien und nehme euch dann natürlich mit. Ich bin hier gerade unterwegs, ja, zum Subway. Da habe ich mir nämlich was überlegt. Wahrscheinlich nicht das, was du denkst, wenn man an Subway denkt. Aber ja, wirst du auf jeden Fall sehen. An der Stelle kannst du mal ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen und mich weiterbringen. Weil wenn du das machen würdest, kann es sein, dass ich das nächste Mal vielleicht zum Subway mit der G-Klasse G63 AMG fahre und nicht mit den Öffis. Das wäre doch auch mal was für dein Auge, das zu sehen, oder? Deswegen überlegst dir gut und du weißt Bescheid. So, ich habe mir jetzt diese 6 Cookies geholt bei Subway und die haben insgesamt einfach 1320, glaube ich, Kalorien und die haue ich jetzt weg, weil ich dachte, Subway Cookies gehen übel easy rein. Nehmen wir einen, kennt ihr das, wenn die noch so frisch sind und dann sind die so soft noch, so Subway Cookies, so fastfood-technisch eigentlich Subway ist so mein Lieblingsladen. Schreibt mir in die Kommentare, was dein Lieblings-Fastfood-Laden ist. Bei Subway kannst du auch so fitnessgerecht machen, so gesund und so, kannst ja alles selber zusammenstellen, kannst auch natürlich auf die Cookies verzichten. Wir verzichten jetzt natürlich nicht auf die Cookies, wir hauen rein. Hier ist hier meine zwei Lieblingsgeschmäcker. Cool Chocolate und Macadamia. Easy game. So Mann, die Cookies wurden verdrückt. Ich bin gut voll, aber ich fühle mich trotzdem noch so, dass ich noch weiter essen kann. Weil das ist für mich kein richtiges Essen. Das sind jetzt 1300 Kalorien gewesen, aber einfach weggeatmet, easy. Ohne zu trinken, ohne nichts, ging super gut rein, einfach Fett und Zucker. Ich glaube, gleich laufe ich ein auf dem Weg zurück. Ich gehe jetzt in die frische Luft, mich ein bisschen bewegen und dann kommen wir direkt zur nächsten Mahlzeit und ich habe mir da was Krankes überlegt für euch. Mal anstatt ich mir jetzt Burger von hier hole, was richtig unnötig ist meiner Meinung nach, noch schlimmer wäre Mac ist, mache ich mir zu Hause einfach Burger, Digga. Mit guten Zutaten, die geil schmecken, wo ich auch genau weiß, dass die Kalorien stimmen. Deswegen, wir sehen uns in der Küche wieder. Macht sich auf was gefasst. Wir machen fette, fette Burger, auf die nur wirklich das Nötigste draufkommt, was auf einen Burger gehört. Wir haben hier diese Buns, die sind vom Aldi, 300 Gramm, haben insgesamt, zack, diese Kalorien. Dann haben wir hier so Hackfleisch, auch Vollfett, ne, 400 Gramm, ganze Packung wird hier reingegönnt. Und dann nehmen wir noch 100 Gramm von diesem Gouda Jung, hat diese Kalorienzahl, easy. Und dann klatschen wir noch auf zwei Burger, zwei Eier. Jeweils 50 Gramm. Jimuad Burger Tutorial. Du brauchst eine Pfanne, die heizt du dann stark vor. Aus dem Hackfleisch formst du 4 gleiche Bällchen. Die haust du dann in deine heiße Pfanne und zerdrückst die am Ende und brätst die von beiden Seiten kross an. Hier der Käse, das waren 110 Gramm, die kommen dann einfach oben drauf und du lässt sie dann bei geringer Hitze drüber schmelzen. Ein Gamechanger bei den Buns, du die etwa für 6 Minuten in den vorgeheizten Backofen, die werden dann schön goldbraun und oben so richtig kross, Mann. Als Soße habe ich einfach Tomaten-Ketchup-Mix benutzt, das wurde aber nicht groß getrackt. Am Ende habe ich zum Fleisch noch Zwiebeln dazu getan. Die Burger sind fertig und die sind echt brutal geworden. Ich würde sagen, Foodporn in 3, 2, 1. Ich zeige dir kurz die Uhrzeit. Wir haben 14 Uhr, 28, ich hoffe man sieht's. Wenn man es nicht sieht, vertrau einfach. Ein bisschen mehr als 2000 Kalorien haben die Burger. Ich blende euch die Werte ein. Ich beiße jetzt einmal live rein und dann geht der Zeitraffer. Erstmal taste testen wir den ohne Ei. Ist natürlich saftig geworden. Schmeckt heftig. Oh, ich freue mich extrem darauf, das zu essen. Die Zwiebel ist runtergefallen. Die ist zwar nicht getrackt, aber in dem einen Video, wo ich The Rocks Ernährung nachgemacht habe, blende ich die auch oben ein. Da habe ich die Burger so ähnlich gemacht mit fettreduziertem Hackfleisch. Und jetzt ist Vollfett, ist natürlich was ganz anderes. Ne? Probieren wir jetzt einen mit Ei. Wolke 7, Jungs und Mädels. Wolke 7. Okay, Zeitraffer ab dafür. So, mein Freund, zwei Burger habe ich jetzt verdrückt. Jetzt sind noch zwei übrig. Einer noch mit Ei und einer ohne Ei. Also die Burger waren echt heftig. Vom Geschmack habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Wisst ihr immer, wenn man so selber was macht und es dann gut schmeckt, schmeckt es dann nochmal 10-mal besser, wenn man es selbst gemacht hat. Kennt ihr, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ich packe mir die zwei Burger jetzt ein. Ich will ein bisschen die Kulisse wechseln. Es ist gerade gutes Wetter. Ich gehe in den Park und gönne mir die da. So, Broski, das Setup da hinten wurde aufgebaut, Mann. Da steht das Stativ mit dem Zeitraffer. Ich hole hier meine zwei Burgies.
die ich mir schon vorher vorbereitet habe. Ja, kein Fake. Okay, wir faken hier nicht rum. Und dann wird sich das gegönnt. Dazu gibt es noch einen weißen Monster, weil ich bin ein bisschen müde wegen Träge. Du weißt Bescheid. Und hier noch ein bisschen Wasser. Das wird sich jetzt ins System gebracht. Geschmack ist geil. Solange die noch warm sind, versuche ich die jetzt noch so schnell wie möglich zu essen, damit das noch am meisten genießbar ist. Zeitraffer ab dafür. Mann, wir hauen jetzt den letzten Burger weg. Das wäre mit dem Ei. Den finde ich nochmal ein bisschen saftiger, nicht so trocken. Der andere ist jetzt auch nicht besonders trocken, weil da ist einfach voll viel Fett so. Aber hier haben wir noch dieses Ei. Also Ei auf Burger ist auch andere Meter so. Auch schön mit Zwiebeln, die geben nochmal so eine Süße. Ach, heftig. So sieht übrigens der Querschnitt vom Burger aus. Ey, gerade bin ich schon bei der Hälfte von diesem letzten Burger. Und um ehrlich zu sein, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, langsam finde ich es. Also, dass ich es nicht anstrengend finde. Weil jetzt beim letzten Burger bin ich schon relativ satt und ich fühle mich gut und es fühlt sich so an, als ob das Stück jetzt schon zu viel ist. So, vorher hatte ich das Gefühl nicht, da ging es einfach die ganze Zeit rein. Aber hier langsam, ja, langsam merke ich schon so ein Sättigungsgefühl, wo ich auch so ein bisschen mich zwingen muss, das zu essen. Aber es ist noch lange nicht, dass ich das jetzt so angucke und sage so, nee, Mann, mir ist übel, ich kann kein Essen sehen. So. Der Burger wurde verputzt, ich bin gut voll. Wir haben jetzt 15.29 Uhr. Wir haben noch 3,5 Stunden Zeit, um die letzten Kalorien voll zu kriegen. Kennt ihr das, wenn ihr so was isst, so was Deftiges, Heftiges? Und dann seid ihr so einfach entspannt, euphorisch und einfach glücklich. Man will einfach so lächeln, man will sich jetzt so zurücklehnen. Ich könnte mir so vorstellen, mich auf diese Bank zu legen und einfach ein bisschen zu schlafen so. Aber nein, Mann, wir haben keine Zeit. 3,5 Stunden, die Kalorien gehen nicht von alleine ins System. Wir haben jetzt 17.52 Uhr. Wir haben noch knapp 1,5 Stunden Zeit, die letzten 1100 Kalorien vollzumachen. Und die Profis von euch wissen schon ganz genau, was 1100 Kalorien hat. Das Cheat Meal aller Cheat Meals. So eine saftige Packung Ben & Jerry's Cookie Dough. Ist nicht mein Lieblingsgeschmack, war aber das einzige, was gerade im Aldi im Angebot war. Deswegen habe ich das einfach geholt. Ich mag Chocolate Brownie, dieses Full Chocolate, genauso wie diese Double Chocolate Cookies vom Subway. Diese ganze Packung, du oder ich. Und ich glaube, ich werde als Gewinner heute rausgehen. Habe ich vielleicht schon 8900 Kalorien gegessen? Ja. Habe ich jetzt noch Bock auf dieses Eis? Natürlich werde ich dieses Eis genießen, auf jeden Fall. Ben & Jerry's Qualität, immer voll bis oben hin, keine Verarsche, nicht so eine Fake-Packung. Ein kleines Schokostückchen, Chocolate Chip, ein bisschen Keksteig. Ich liebe Eiscreme. Was ist denn dein Lieblingsgeschmack eigentlich von Ben & Jerry's? Oder gibt es so eine Eismarke, die du empfehlen würdest? Ich habe gesehen, irgendwie dieses Malzer oder Melzer, was so im Hype sein soll, habe ich mal gesehen, diese karierte Packung. Ich selber noch nicht probiert. Hast du mal probiert? Schreib es mal gerne in die Kommentare, ob es geil ist. Wir sind hier gerade bei der Hälfte angekommen. Knapp, keine Ahnung, 10 Minuten oder so habe ich jetzt gebraucht. Und ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon vernichtet. Wir essen weiter, Mann, und gönnen uns dabei ein geiles Video. Chill, nicht in dem Sinne geil, ja. Irgendwie am Ende denken wir so, ja, komm, dreiviertel Stunde, kann man mal easy durchknallen. Das Einzige, was bei mir gerade geknallt wird, ist der Speck auf die Hüfte. Somit wurden die letzten Kalorien schnabuliert. 18.23 Uhr, Eisbecher ist leer. Wir haben auf jeden Fall die 10.000 Kalorien geknackt mit... No fucking excuses. Und ich muss sagen, ich fühle mich gesättigt. Musste dieser Eisbecher jetzt sein? Nein, musste er nicht. War ich irgendwie hungrig zwischendurch? Nein. War das jetzt extrem anstrengend für mich? War es auch nicht. Aber... Es hat Spaß gemacht, diese Challenge zu machen. Es wird auch Spaß machen, diese ganzen Kalorien zu verbrennen, wenn ich wieder fit bin. Ich habe Bock, ich habe jetzt Energie. War jetzt vollkommen in Ordnung so. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich so lange Diät gemacht habe. Vielleicht daran, dass ich ein Kraftsportler bin und gewohnt bin, viel zu essen. Was mir noch am Herzen liegt, das Geld, was ich heute ausgegeben habe. Genau dieselbe Summe möchte ich gerne spenden. Und ich versuche, so einen Spendenlink zu organisieren, wenn ihr Bock habt und das unterstützen könnt. Weil moralisch finde ich das irgendwie nicht fair, wenn ich hier so sitze und mir jeden Scheiß vollstoppe, obwohl ich es gar nicht brauche und draußen auf der Welt irgendwo Menschen hungern. Deswegen lasst uns das zusammen machen. Vielleicht schon nur, wenn 1 Euro ist oder 2 Euro, was du übrig hast und gerne spenden würdest. Ich denke, es ist über jeden Cent, wird sich da gefreut. Gehen wir noch kurz in die Nährwerte rein. 1 Kilogramm Kohlenhydrate, dann haben wir 253 Gramm Eiweiß. Keine Sorge, Muskeln haben wir heute nicht abgebaut. 525 Gramm Fett, also ein halbes Kilo Fett. Wir sind auf jeden Fall im Überschuss, aber ein gesunder, ausgewogener Lifestyle, den man sonst so hat, der gleicht das Ganze natürlich aus. Wir haben jetzt fast dieselbe Uhrzeit, wo ich mich gestern gewogen habe. Ich würde sagen, ich ziehe genau das Gleiche an, was ich gestern anhatte und stelle mich auf die Waage. 84,7. Ich glaube, das sind 2 Kilo mehr als
als gestern, obwohl ich eigentlich die meiste Zeit so verbracht habe. Sind trotzdem, ja, 2 Kilo dazugekommen, Alter. Ich fühle mich jetzt noch so gerade, wo ich mich selber in der Cam sehe, ein bisschen fett. Bauch ist auf jeden Fall auch gut. Voll, also jetzt wirklich fett, würde ich nicht sagen, aber aufgebläht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Ich bin voll, ich bin satt, aber ich bin nicht überlastet, weil jetzt nicht wirklich eine Challenge. Es kommen heftigere Challenges demnächst. Wenn dir noch Challenges einfallen, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin offen für fast alles. Das Allerwichtigste, bleib stabil.